Ja, ouch. Das böse K-Wort ist im Frauenfußball ziemlich groß. Ich glaube, vieles steht und fällt mit der Infrastruktur. Wir brauchen mehr geballte Kompetenz in der Umsetzung der Wissenschaft. Out of the box. Out of the box. Was sind deine Gedanken zum Thema Bandverletzungen? Ja, ouch. Boah, was eine Kackfrage. Keine schönen Gedanken. Kommen leider ziemlich häufig vor. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Spielerin, als verletzt zu sein. Ist tatsächlich, glaube ich, nicht nur in unserer Liga, sondern auch in England oder Spanien echt ein großes Thema. Gerade im Frauenfußball sehr aktuell. Noch eine Menge Aufholbedarf, denke ich, was generell die Prävention davon angeht. Ich denke, das böse K-Wort ist im Frauenfußball ziemlich groß. Wir kennen die größte Verletzung hier eigentlich fast immer das Kreuzband. Viele Kreuzbandverletzungen bei uns Frauen, 6-mal mehr bei den Männern. Heißt einfach, wir müssen noch mehr Fokus auf die Forschung legen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft vor allem im weiblichen Sport mehr Studien dazu haben werden und bessere Präventionsmaßnahmen setzen können. Ich glaube, vieles steht und fällt mit der Infrastruktur und ich glaube, man könnte sehr, sehr viel verhindern. Ja, mit Belastungssteuerung. Professionellere Strukturen entwickeln, das heißt, es fängt damit an, dass jede Mannschaft meiner Meinung nach eine Physiotherapeutin am Platz haben sollte, wenn man trainiert, dass man eine gute medizinische Versorgung hat. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Kreuzbandriss mit 18 und wenn ich jetzt zurückblicke, war natürlich unsere Trainingsbedingungen jetzt nicht optimal. Ich hatte einen Kreuzbandriss und mein Außenmeniskus war auch gerissen. War eine schwere Zeit, aber ich glaube, in der Zeit und in der Reha lernt man damit umzugehen. Und auch, dass man ja stärker zurückkommen kann. Ich glaube, dass wir da einfach ganz viel Prävention leisten müssen, die Spielerinnen gut auf sich aufpassen müssen. Heißt, mehr Stabis machen. Ich mache grundsätzlich Stabi-Übungen für sowohl Fuß als auch Knie. Ich beuge dem so vor, dass ich weiß mittlerweile, ja okay, da habe ich vielleicht ein paar Schwächen, da muss ich vielleicht ein bisschen ausgleichen, da muss ich vielleicht stärker werden. Generell ist es natürlich so, dass ich viel vor dem Training mache, viel Voraktivierung. Ich muss viel regenerieren, ich muss einfach darauf achten, dass ich die Beweglichkeit habe, dass ich zum Physio gehe. Und natürlich ist da auch ein Faktor die Periode. Ich track meinen Zyklus schon, aber grundsätzlich mache ich mir da wenig Gedanken, weil ich glaube, wenn ich dann immer in meiner Zyklusphase Angst davor hätte, dass ich mich verletze, dann glaube ich, irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass was passiert. Wir brauchen mehr geballte Kompetenz in der Umsetzung der Wissenschaft. Ich glaube, dann wird es besser. Alle Spiele der Frauenbundesliga live bei Magenta Sport.